Botschafter Lee Turner absolvierte seinen ersten Regionalbesuch in Niederösterreich. Erste Station war Amstetten. Nach einem kurzen Stopp am Markt am Hauptplatz ging es zur Umdasch-Gruppe. Umdasch ist der größte Arbeitgeber der Region. Die Unternehmensteile Umdasch Shopfitting und Doka Construction haben beide Investments in Großbritannien getätigt. Die Handelsabteilung der Botschaft wird den Konzern bei weiteren Schritten unterstützen und beraten. Nach einem kurzen Besuch in der Innenstadt von St. Pölten, wo derzeit große archäologische Ausgrabungen stattfinden, traf Botschafter Turner Vertreter der Wirtschaftskammer Niederösterreich, um die Entwicklung der britischen Wirtschaft und Potenzial für den Ausbau der Handelsbeziehung zu besprechen. Trotz Brexit sehen viele Unternehmen Chancen auf den britischen Markt. Weiter ging es an der Fachhochschule St. Pölten, die mit einigen Partneruniversitäten in Großbritannien kooperiert. Studierende finden in St. Pölten ideale Voraussetzungen, um sich auf die Herausforderungen der modernen Medien- und Wirtschaftswelt vorzubereiten. Der Abschluss des Besuchs war ein Treffen mit Landeshauptmann Erwin Brüll. Die nächsten Schritte nach dem Brexit-Referendum und viele weiteren Themen standen beim Antrittsbesuch auf der Agenda. Es gibt viele gemeinsame Interessen als politische, wirtschaftliche und kulturelle Sicht.